Was ist denn das für ein schreckliches Gejammere? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen nachsehen, was da los ist, Johnny. Vielleicht können wir helfen. So ein Tölpel! Was ist denn mit euch los? Seid ihr verrückt geworden? Nein, wir sind nicht verrückt geworden. Nein, wir haben Schmerzen. Denn unser ungeschickter Bruder hat sich einen Baumstamm auf den Fuß fallen lassen. Einen Baumstamm? Von wem redet ihr? Wir reden von unserem 7. Bruder. Er ist im Wald, um Bäume zu fällen. Was sagst du da? Dieser schreckliche Tölpel! Anscheinend weißt du wohl nicht, dass wir 7 Starkbrüder sind. Wenn ein Bruder etwas erleidet, erleiden die anderen Brüder dasselbe. Ach, es ist ein schreckliches Los. Stell dir nur mal vor, wie elend unser Vor ein paar Tagen ist dieser Dummkopf da ins Wasser gefallen. Dummerweise kann er nicht schwimmen. Daher kämpft er gegen das Ertrinken. Und wir standen am Ufer und kämpften auch dagegen. Du hast es gerade nötig. Gestern hast du so viel gegessen, dass wir die ganze Nacht Magenschmerzen hatten. Und du kannst dir keinen Weg merken und verläufst dich deswegen andauernd. Letztes Mal mussten wir deinetwegen 3 Tage lang hungern und frieren. Ist der Baumstamm knorrig, das tut weh! Was ist denn nun schon wieder los? Dieser dumme Tölpel trägt gerade einen Baumstamm noch. Wir müssen alle mittragen, schrecklich! Warum musste er sich einen so schweren Baumstamm aussuchen? Ihr solltet euch schämen! Dieser Tölpel! Dieser Dummkopf! Wer hat denn da eben gesprochen? War das deine Ente? Kann deine Ente etwa sprechen? Das ist keine Ente. Das ist eine Prinzessin. Ach, Unsinn. Du lügst. Dann passt mal auf. Ich verwandle mich in eine Ente. Wenn er sich nun wieder zurückverwandeln will, wer sagt dann den Zauberspruch auf? Ich natürlich, weil ich gerade der Mensch bin. Erstaunlich, erstaunlich. Und du hast gar keine Angst? Ich meine, wenn die Ente, die du auf dem Arm trägst, wieder Mensch ist und auf die Idee kommt, dich einfach im Stich zu lassen, dann bleibst du für alle Ewigkeit eine Ente. Seht ihr, deswegen geht es euch so schlecht. Ihr steht lieber am Ufer rum und jammert, anstatt eurem Bruder zu helfen, indem ihr ihn aus dem kalten Wasser rauszieht. Und lieber hungert und friert ihr 3 Tage, anstatt euch auf den Weg zu machen, um euren verirrten Bruder zu suchen. Ihr seid egoistisch und einfältig. Du hast ja keine Ahnung. Wir haben Besseres zu tun, als einander andauernd nachzulaufen. Ihr könntet die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Wenn einer von euch Brüdern in den Fluss fällt, sollte er ganz sicher sein, dass die anderen ihm helfen und ihn nicht ertrinken lassen. Und wenn sich einer im Wald verläuft, muss er wissen, dass seine Brüder ihn suchen werden. Alles wäre besser, wenn ihr euch gegenseitig vertraut. Jetzt dreht er den Baumstamm weiter. Ist der Baumstamm schwer? Das ist ja kaum auszuhalten. Hört schon auf zu jammern. Worauf wartet ihr? Helft eurem Bruder. Also los, helfen wir dem Tölpel. Na? Wie habe ich das gemacht, Johnny? Und jetzt müssen wir uns beeilen und endlich den König Ayartan Kutarbani finden. Angeblich sollen ja alle Wege zu ihm führen.